Er hat auch noch nicht telefoniert. Was geht denn hier los? Warum will denn keiner schlafen? Oh Gott, kann sein, dass ich schon so. Schon wieder. Max, ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ach, ey, sind die zu. Kann mich aber nicht bewegen. Das bin ich. Oh, da. Ja, Volker. Jungen, was ist denn los bei deinen Leuten hier? Ja, Sind hier die zu geht's. doof zum hier? Wir haben Wecker nicht getroffen. Eieiei, okay, gut, tschö. Volker, bleib mal dran. Jo. Wegen der Dieselproduktion. Jo. Sieht's denn da jetzt aus? Ja. Jo, die kannst du ja kriegen. Hat sich keiner sonst gemeldet. Was sind die? Moment, ich rechne kurz. Taschenrechner. 6, 2, 0. Nee, Quatsch. 6, 2, 2, 0, 8 mal 1,2 gleich 74.600 an die Gemeinde. Nee, Quatsch. Moment. Minus. Helf dich schon mal, ne? Ja. 12.400 an die Gemeinde. Wie viel? 12.400 Euro, nicht Hosenknöpfe. Okay, 12.500 ist an der Gemeinde. Ich habe zwar 400 gesagt, aber 500 sagen die bestimmt auch nicht nein. Okay. Gut. Sepp! Aua! Ja? Warte mal. Warte mal kurz, Sepp. Ja? Können wir dann, kannst du mal zu mir kommen? Ich bin noch beim Hans. Ich habe doch gerade kein Auto mehr. Lass mal vielleicht mal zu dem Waldstück fahren. Ja. Sehen Sie das? Wäre super. Okay. Gut, danke. Tschüss. Sepp, du hast jetzt. Alter, wie der mit seinen Mitarbeitern redet. Hätte ich auch keinen Bock auf den. Da lasse ich mich von dem hier jetzt abholen. Dann fahren wir zum Waldstück. Und dann lasse ich mich von dem auch noch nach Hause fahren. Dann kann ich nämlich da in meinen Trecker einsteigen. Aber vielleicht laufe ich dem auch mal ein bisschen entgegen. Kleiner Spaziergang schadet bestimmt nicht. Hoffentlich meldet sich der Neumann gleich wegen Kredit. Muss ich gerade mal gucken. Warte mal, da kann ich auch vielleicht auch mal gerade rechnen. Und 167. 250 plus 167. 800. Gleich mal 0,2 gleich 83.000. Ups. Das wäre dann eigentlich genau das Waldstück. Und dann müsste ich noch die Produktion kaufen. Das Synchronisiere wieder. jo. Dann müsste ich eigentlich noch die Prodi kaufen, aber die, Ich kann mal rechnen, ob ich mir die dann überhaupt leisten kann. 70.762 mal 2 gleich 85.000. Also 100. 85.000 Euro bräuchte ich. Muss ich mal gucken, ob ich mir das leisten kann. Wird wahrscheinlich eher knapp.
Also doch gerade für. Ja. Ja. Euch, ne? Ich sag's euch. Ja, hallo. Oh ja, komm mal mit. Jo, bin drin. Oh ja. Oi. So, wo ist denn das Waldstück? Da hinter dir. Ach, das ist da drüben. Jo. Na, wie geguckt. Oh, ich hoffe mal, dass der Neumann gleich noch anruft. Rechts ist frei. Perfekt. Und? Alles gut bei dir? Jo, bisschen schlafen hat gut getan. Oh, ich hab schon gewusst, dass ich die Produktion hier kriege. Ich hab schon Raps angesät. Ah, okay. Voraus gedacht. Wenn ich die kriege, habe ich direkt Raps. Oh, was hast du denn hier? Ah, die Jungs sind am Blitzer am Arbeiten. Der Blitzer funktioniert nicht. Ah, okay. Gut. Vielleicht hättest du dir hier irgendwie eine Ersatz... Achso, eine Umleitung geht ja leider nicht wirklich. Müssen wir mal gucken, dass wir hier... Dass du dir noch ein paar Schilder kaufst und vielleicht Absperrung. Ja. Oh. Sag du mal so, der Audi. Ich glaube, der hat den Motor nicht richtig... die Dinger dafür nicht richtig verkabelt. Jo, ich bin auch mal am Überlegen, ob ich mir vielleicht das Sägewerk kaufen soll oder so. Willst du Forstwirtschaft machen? Oder ja, was soll ich denn sonst mit dem Ding anfangen? Holz? Ja. Nee, vielleicht kauft das ja jemand ab, vielleicht will ja jemand damit was bauen. Willst du? Ey, ich bin wahrscheinlich derjenige, der da baut. Wie meinst du, der baut? Wenn einer sowas hat. Ach so, deshalb frage ich doch, ob du das Holz brauchst, damit du was bauen kannst. Also ich brauche das selber nicht, ne? Okay. Denkbar, da oben steht ja auch noch recht viel, ne? Wo oben? In dem Wald. Den ich kaufen will. Ja. Na, ich hoffe mal, dass da noch keiner dran war. Sonst kaufe ich das Teil nicht. Hoffe ich auch. Muss nur überlegen, wie ich das mache. Vielleicht. Hast du einen, der mitarbeiten kann da? Einen von den Jungs? Jo. Stimmt. Krieg natürlich dann auch einen Hungerlohn dafür gezahlt, aber musst ihm ja nicht sagen. Ja, bestimmt. Mal bestimmt hin. Gut. So, weiter geht die Fahrt. Kannst, glaube ich, hier links, ne? Jo, kannst einmal durchfahren durch die Stadt. Durch. Hinten sind noch irgendwo, Straßenlampen wohl kaputt. Noch gleich nachgucken. Ach, hier ist das, in Feldkirchen oder was? Ja, ja, hier unten. Ach so. Ja, das Schild hier links, das ist repariert worden, das ist gut. So, warte mal, ich muss mal gerade auf die... Karte gucken. Ja, oder? Vorne dann rechts. Rechts? Jo. Ja, alle wollen sowas. Ja, jetzt noch nicht. Erst nachher rechts, an der Kreuzung rechts. Das da vorne, das rechts. Ja, ja, da wo der Daumen links ist. Nee, da vorne das Waldstück rechts. Da dort. Ja, ja, das da drüben. Oh, ich habe den Audi jetzt auch mal langsam repariert. Er hatte Motorschaden. Warum? Ach so, der bekommen. Der lief so schnell, immer. Ach so, okay. So, ja, um das hier geht's. Oh, gucken wir uns das mal an. Jo.
Guck mal, kannst du den Hans kurz an. Kannst du hier schon mal umgucken. Jo, mach ich. Juhu. So, dann guck ich mal. Achso, das könnten wir ja noch gar nicht. Der Neumann hat sich auch noch nicht gemeldet. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Neumann, was los bei dir? Achso, ich habe vergessen, sie anzurufen. Ja. Ich habe natürlich schon bei der Bank angerufen. Und die würden das erlauben, also genehmigen. Also 20% mit Eigenkapital. Das heißt, mit nur Sachwerte oder auch Finanzwerte und bewegliche Objekte? Also ich habe bewegliche und feste die Objekte. Ja, genau. Okay, das heißt, man kann sein ganzes Inventar sozusagen als genau, als nur das Geld, was man drauf hat, wird nicht dazu gezählt. Ah, okay. Gut. Dann rufe ich dich gleich nochmal an, weil dann müsstest du mal an die Gemeinde, an die Bank meine Anfrage weiterschicken. Ja. Oder kannst du mal bei mir prüfen, wie viel das ist? Geht es? Das könnte ich gleich mal prüfen, ja. Ja, aber nicht wieder vergessen, ne? Nee, das mache ich sofort. Okay. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Die Aussage, dass... Wo ist er denn? Ja, hier. So. Und? Ja. So. Und? Gefällt's dir? Ja, sieht soweit ganz gut aus. Baumbestand sieht in Ordnung aus. Fehlt keiner. Hm? Fehlt keiner, ne? Würde ich sagen. Wie meinst du, fehlt keiner? Und nichts gefällt. Ach so, nee. Nee, das passt. Na, dann fangen wir an. Nee, kann ich ja noch nicht. Gehört mir ja noch nicht. Aber würde ich dann gleich kaufen. Warte mal. Nee, müssen wir kurz noch warten. Ich habe nämlich gerade eine Kreditanfrage laufen. Wenn der Kredit da ist, würde ich es kaufen. Ja. Aber der Neumann ist gerade beschäftigt damit, zum Ausrechnen. Aber, kannst du mich noch zu meinem Hof fahren? Krieg ich bestimmt hin. Okay, das wäre supi. Dann würde ich dir, kannst du ja nachher im Grundbuch einfach so eintragen. Wir waren ja jetzt hier und haben es angeschaut. Jo, schreib mir mal ganz kurz die Steuern auf. Geld, Steuern. Taschenrechner. 65 mal 1,2 gleich minus. Da hast du bei Steuern raus. Moment, 100.000 minus. Ich hab 85.400 mal 10%, hab ich 8.140. Das ist aber wenig, ey. Ja, doch. Klar, 10% hinten eine Null weg. Jo, 8.544 und ich krieg 7.100. Jo, das machen wir, wenn der Kredit da ist. Jo. Also nicht gar nicht. Wie geht denn das hier lang zu deinem Hof? Musst du, glaube ich, gerade mal einfach durchstechen. Da kommen wir auch bei der Dieselproduktion vorbei. Ah, alles gut. Willst du die noch kurz anschauen? Will ich mal gerne noch anschauen. Oh. Ja, nicht, dass du hier einen Schrott kaufst. Läuft. Ja, gekauft hast du schon, gell? Ja. Es ist zu spät. Wenn die nicht kaputt ist, hast du Pech gehabt. Nee, ich bin, glaube ich, mal dran vorbeigefahren. Ah, okay. Da läuft aber gut die Kiste hier. Oh. Endgeschwindigkeit 200. Jo, pass auf, wir wollen nicht sterben. Nee, passt schon. So, hier links hat eine große Firma angefragt, gell? Die wollte hier eine Zuckerfabrik hinbauen. Hier links? Direkt hier links, ja. Mega Ding. Ich habe die Pläne gesehen. Oh, ja. Das wird grandios hier.
Links ist die, ne? Diesel. Das hier ist Diesel, genau.